Hallo, hier ist Philipp von Invest Research und ich möchte euch die Fuchs Petrolub Aktie vorstellen. Das ist der größte unabhängige Schmierstoffhersteller der Welt mit über 100.000 Kunden aus ganz vielen verschiedenen Branchen. Und die Unabhängigkeit ist deswegen bedeutet, da die meisten Konkurrenten sind große Ölkonzerne, für die diese Schmiermittel ein Nebengeschäft sind und viele Kunden kommen auch selber aus der Erdölbranche oder Chemiebranche, möchten nicht bei der Konkurrenz einkaufen, weswegen diese Unabhängigkeit ein Vorteil ist. Das Geschäftsmodell sieht, wie gesagt, die Produktion und den Handel mit diesen Schmierstoffen vor, was aber ein B2B-Produkt ist. Jedoch ist die Marke gerade in der Branche bekannt. Fuchs Petrolub ist schon in 3 Generationen Familienbesitz, die auch noch die Mehrheit am Unternehmen hält. Man kann diese Schmierstoffe in Automotive-Schmierstoffe aufteilen und Industrieschmierstoffe. Man kann die Schmierstoffe in Automotive, also für die Automobilindustrie Schmierstoffe, in Industrieschmierstoffe aufteilen. Hier sehen wir auch nochmal die verschiedenen Branchen. Ja, da ist eigentlich alles dabei, wo irgendwie Maschinen involviert sind. Langfristig wäre natürlich das Elektroauto eine gewisse Gefahr, aber da muss man wirklich sehr langfristig denken. Und auch ganz ohne Schmiermittel wird es nicht dort gehen. Fuchs ist auch sehr international aufgestellt. Europa steht nur für die Hälfte des Umsatzes. Man ist auch sehr stark in Asien, was der große Wachstumsmarkt ist. Aber wir sehen, dass das Volumen bei Schmierstoffen nicht wächst. Es gibt natürlich Preissteigerungen. Aber 2007 wurden ungefähr 36 Millionen Tonnen umgesetzt. Und das ist eine ähnliche Zahl wie in 2015, wobei inzwischen halt der größte Anteil aus Asien und Pazifik kommt. Hier auch, wie gesagt, das Wettbewerbsumfeld. Und wir sehen, die Hauptwettbewerber sind die großen Ölkonzerne. Und dadurch ist Fuchs halt als unabhängiger Konzern gut aufgestellt, aber man tritt natürlich auch gegen sehr finanzstarke Firmen an. Für so ein Shell, Exxon oder BP sind natürlich 1-2 Milliarden nicht viel. Aber Fuchs kann in dieser eigentlich recht stabilen Industrie weiter zulegen beim Umsatz und Ertrag, was für die Managementstärke und Firmenstärke des Unternehmens spricht, aber auch durch kleinere, leicht integrierbare Zukäufe, wie zum Beispiel hier Pentunsin, erkauft wird. Hier sehen wir auch nochmal, dass das organische Wachstum halt doch sehr überschaubar ist und vor allem halt über Zukäufe und Währungseffekte zu erklären ist. Aber Fuchs, wie gesagt, investiert auch in die eigene Forschung und Mitarbeiter und die Bilanz ist sehr solide, da man eine Nettoliquidität aufweist und keine Schulden, was man dann, wie gesagt, immer auch zur Zukäufe nutzen kann. Auch ist die EBIT-Marge in diesem Bereich sehr hoch, denn bei Schmierstoffen geht es auch um die Qualität, da es an den Produktendkosten meistens nicht viel ausmacht, aber wenn Schmierstoff schlecht ist, kann er halt sehr, sehr viel Schaden verursachen, weswegen man hier teilweise auch hohe Preise verlangen kann. Ja, wir sehen hier EBIT-Margen von 15%, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Das größte Asset des Konzerns ist aber auch Stefan Fuchs, der in Mannheim studiert hat, wie gesagt, auch Familienunternehmer ist und den Erfolg seit 2004 auch mit zu verantworten hat und daher richtig unternehmerisch motiviert ist und auch die Firmenkultur weiterhin positiv prägen kann bei den Mannheimern. Fuchs Petrolub gibt es natürlich auch auf investorsearch.net. Diese verschiedenen Punkte haben dazu geführt, dass Fuchs eine 7,6 bekommt, was einem fairen KGV von 17 entspricht. Das heißt, das Unternehmen ist zwar gut, befindet sich aber natürlich auch ein bisschen in einer Commodity-Branche. Deswegen sollte man halt trotzdem nicht zu viel dafür bezahlen. Vor allem, da das organische Wachstum auch nicht mehr so hoch ist, aber was natürlich auch immer damit zu tun hat, wie gerade der Ölpreis sich entwickelt. Wenn das KGV also unter 17 notiert bei Fuchs Petrolub, wäre die Aktie auch ein Kauf für das Wikifolio gründergeführte Unternehmen, da man Stefan Fuchs auch noch als Gründer mit bezeichnen kann. Weitere Analysen findet ihr, wie gesagt, auf diesem YouTube-Kanal und der Playlist Aktienanalysen und natürlich unter investorsearch.net.